Ein Spezialfall des Satzes von Castigliano ist der Satz von Menabrea. Dieser benutzt den Satz von Castigliano und wendet ihn in einem Lager an. In einem Lager ist jedoch klar, dass es keine Verschiebung geben kann. Somit dient der Satz von Menabrea dazu, statisch unbestimmte Systeme unter Anwendung des Satzes zu lösen. In diesem Fall haben wir es mit einem links eingespannten und rechts mittels Loslager gelagerten Träger zu tun. Das heißt, dieser ist einfach statisch unbestimmt. Wir bekommen links drei Lagerreaktionen und rechts eine Lagerreaktion. Wir haben aber nur drei Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung, das heißt einfach statisch unbestimmt. Der Satz von Menabrea ermöglicht nun, dieses System dennoch zu lösen. Die Ableitung der Ergänzungsenergie, das sagt eigentlich der Satz von Castigliano noch, nach einer Kraft an irgendeiner Stelle ist die Verschiebung. Wenn man den Satz von Castigliano jetzt aber nimmt und eine Verschiebung an der Stelle kennt, dass die nämlich verschwindet in einem Lager, dann muss die Verschiebung null sein und wir wissen sofort, dass die Ableitung der Ergänzungsenergie nach der Kraft in dem Lager entsprechend null sein muss. Und damit haben wir zusätzliche Gleichung. Wie schaut es in dem Fall aus, wenn wir das Problem freimachen? Also Einspannung ersetzt die Streckenlast für die Auflagerreaktionen und dann stellt man fest, ja, man hat drei Gleichungen, nämlich einmal vertikal eine Gleichung mit FAV und Q und FB, die null ist, und eine horizontale Gleichung, die FAH zu null macht, das kann man natürlich auch wieder vorher schon verwenden. Dann hat man halt drei Reaktionen und nur zwei Gleichungen, kommt aufs Gleiche raus. Und eine Momentengleichung, wenn man es um die Einspannung anschreibt, aber in jedem Fall 1, 2, 3, 4 Unbekannte und drei Gleichungen. So, und die vierte Gleichung liefert der obige Zusammenhang, dass nämlich beispielsweise diese Ergänzungsenergie abgeleitet nach der Lagerkraft FB im Lager B 0 zu sein hat. Und die Ergänzungsenergie ist das, was wir vorher gerade immer verwendet haben, 1 durch Biegesteifigkeit, Integral 0 bis L und das Quadrat vom Moment für die Biegung. Gleich abgeleitet kriegt man da die bekannte Produktregel, also das, was wir in den letzten Beispielen angewandt haben. Und das muss 0 sein, nach meiner Prüfung, weil das die Verschiebung ergibt. Jetzt kann man natürlich das 1 durch Biegesteifigkeit rauskürzen, weil es eh 0 wird und braucht sich nur mehr ums Integral kümmern. Und wenn man die Schnittgrößen sich anschaut, die man natürlich wieder braucht, hier geschnitten von rechts, jetzt mache ich es konsequenterweise wirklich so, dass das x von rechts nach links geht, q0x und m von x, dann ist es m von x fb mal x minus q0 x Quadrat halbe und die Ableitung fb ist einfach x. Das heißt, es gilt, 0 ist gleich dieses Integral über den ganzen Träger von fb mal x Quadrat
minus Q0 x der dritten halbe über x. Also eine Gleichung ausgerechnet, die lautet fb der dritten minus Q0 L Achtel. Alle Ls gekürzt, die man kürzen kann nach Einsetzen der Grenzen. Und das ist eine Gleichung, die Gültigkeit haben muss und die das fb schon einmal bestimmt. Und wenn wir das fb bestimmt haben, dann kann man da oben wieder reingehen und kann alles andere ausrechnen. Und wenn es mehrfach statisch unbestimmt ist, müssen Sie halt mehrere Stellen nehmen für den Satz von Menabrea im Problem.